Hallo Leute, ich bin heute wieder unterwegs aus einem besonderen Anlass, und zwar weil mein Kollege und Freund der Buschkraft Oberland, der Enno, über 1000 Abonnenten hat. Also Enno, Gratulation, tipptopp, mach weiter so. Ich möchte VA mitmachen, aber außerhalb der Konkurrenz. Falls ich trotzdem gezogen werde, bitte meinen Preis an den nächsten Teilnehmer weiterleiten. Und deine Aufgabe war Winterausrüstung. Was nimmst du denn hier so im Winter mit? Und da haben wir mal gedacht, puh, was tun wir denn da? Das sollte schon was Spezielles sein. Also machen wir einen Overnighter. Und jetzt sage ich euch, was habe ich denn alles so mit im Rucksack für einen Overnighter im Winter bei uns im Gebirge. Also wenn ihr Lust habt, kommt mit. So, am Lagerplatz angekommen, möchte ich euch jetzt einmal meinen Rucksack vorstellen. In eineinhalb Stunden geht's los. Packe mir gerade schnell meinen Rucksack. Jetzt sage ich gerne, wie ich mir meinen Winter-Overnight-Rucksack packe. Das ist ein 85 Liter Rucksack. Innen rein habe ich ihn modifiziert. Statt den Original Rückenpolster und die Metallschienen bzw. Aluschienen habe ich mir die Z-Lite reingegeben. Z-Lite hat den Vorteil, ich habe natürlich eine Backup-Matte, ich habe eine Sitzmatte dabei und wie gesagt einen Schutz für meine Hauptmatte, für die aufblasbare Matte. Wie ihr wisst, der R-Wert erhöht sich, wie gesagt, wenn man zwei Matten zum Beispiel auch einmal hat, finde ich super. Z-Lite hat 2,2 R-Wert. Dann kommt die gute alte Wolldecke. Erst seit letzter Zeit bin ich wieder auf den Geschmack der Wolldecke gekommen, weil es halt echt schwer und sperrig ist. Man ist eine sehr leichte Version davon. Muss ich sagen, Decke kann bei mir in Zukunft immer wieder mit. Immer fein, Funkenschutz, kein Schlafsack und und. Und wie gesagt, lässt sich da eigentlich schön reinstopfen. Das ist nicht das große Problem. Wichtig ist, wie gesagt, bei meiner Packhorn, dass sie unten das gut stopft. Das heißt, da kriege ich viel Platz, indem ich die Decke nach unten zum Bodenfach runter gut komprimiere. Dann geht es eigentlich weiter mit den Kochutensilien. Das heißt, ich habe Travel Lunch mit, brauche nur das heiße Wasser zugeben, ziehen lassen und kann schon essen. Hat nicht viel Gewicht und der Vorteil im Gebirge, Wasser findet man, beziehungsweise der Schneelage kann man sowieso Wasser, Eis und Schnee schmelzen dafür. Was ich auch mit habe, sind so Instant-Backhallen, das sind 425 ml, gibt man zu, ist genau passend für eine kleine Tasse. Suppe, damit nicht immer nur Tee oder sonstiges hat, dass man sich warm hält, Suppen sind kleiner dabei. Und da ist auch der Volltobel drinnen. So, dann geht es weiter mit meinem Kulturbeutel. Da habe ich nicht nur meine ganzen Sachen zum Abwaschen dabei, sondern auch Toilettenpapier und einen zweier Wasserfilter mit nochmal einen kleinen 1 Liter Behälter zum Wasser sein. Die Wechselwäsche, gerade beim Raufgehen schwitzt man, da habe ich jetzt lange Unterhose dabei, einen Longarmsleeve, Skisocken, dass man trockene Kleidung hat nach dem Schwitzen. Da habe ich einen Kochtopf mit Deckel, Edelstahl, der Espritkocher ist drinnen, dann habe ich mein Feuerkit rein, Tee, verschiedene Kaffees, Zucker, Gewürze, da habe ich alles noch da drin und so weit. Dann kommt noch dazu der Leuchtungskit. Das heißt, da habe ich meine Taschenlampe rein mit dem Diffusor, dass ich dann auch eine Nachttischlampe habe und einen Tarp drinnen. Habe meine Stirnlampe dabei und natürlich der Satz Sakko. Das ist alles da griffbereit in dem Sakko drin und so weiter. Dann haben wir die Heringe. In dem Sack rein habe ich ein paar Heringe, immer wieder fein. Dann habe ich die Bodenplane eigentlich immer griffbereit. Fein, wenn es mal recht regnet, dann kann ich schnell was abdecken damit, meine Ausrüstung damit schützen. Und für den Boden nochmal ist sowieso fein, wenn ich auf dem Boden spanne, mit Steinen befestigt, dass der Wind nichts tun kann, oder mit Heringe befestigen. Und dann das Tarp, 3x3 Meter Tarp. So, bei der Packrohne habe ich jetzt immer noch oben einiges am Platz. Das heißt, da kann ich nochmal die Jausen mitnehmen, ich kann nochmal andere Wäsche mitnehmen und sonstiges. Habe ich da noch Reserve. Das geht noch bis da runter.
So, dann habe ich ein Deckelfach, das habe ich eingerannt. Nichts Aufregendes. Im Deckelfach habe ich das erste Hilfeset drinnen, plus meine Wollmütze, plus Handschuhe, Handschuhe aus Leder. Aus dem Grund, dass sie ein bisschen feuerresistent sein, ist zwar nicht so die optimale Vernässe, aber funktioniert tadellos. Gut, dann Spiritusflasche, die hat da eben, wie gesagt, der Rucksack seitlich Öffnungen. Das heißt, ich kann da rein seitlich geben, ist ein großes Fach von bis unten, da hat viel Platz, da kommt dann auch mein Videostativ rein. Dann Müllsäck, ganz wichtig. Das heißt, damit man in der Natur keine Müll hinterlassen, beziehungsweise auch irgendetwas, wie gesagt, die Schuhe einzupacken und sonstiges, kann ich mit in den Schlafsack oder sonstiges dann Sachen mitnehmen, was ich sonst so nicht rein, mit reinnehmen möchte. Ja, dann wichtig, wie gesagt, eine Säge, Klappsäge plus Leitmeierfeuermesser mit einem kleinen Feuerstahl dabei. Das heißt, gehe wieder in die Seite rein, das sind wirklich feine Fächer, da hat man viel Platz. Kann ich natürlich dann komprimieren. Hat man gleich unten schlaufen, oben schlaufen, vor dem, wo ich noch Jacke befestigen kann, weil zum Raufgehen brauche ich teilweise keine Jacke nach Tour oder sonstiges, da nochmal verschiedene Sachen in den Eilensack befestigen kann. Das ist soweit. Dann kommen wir unten eigentlich noch zum Bodenfach. Wie gesagt, im Sommer ist im Bodenfach oft gar nicht der Schlafsack drinnen, sondern andere Sachen, wo ich schnell Zugriff brauche. In dem Fall aber jetzt im Winter habe ich meistens später wegkomme, habe ich eigentlich mein Schlafsetup schon fürs Nacht gerichtet. Das heißt, den muss ich nachher noch ein bisschen schöner komprimieren mit der Seile. Dann tut es sich dann einfach. Ich habe jetzt da einen Bibisack. Und im Bibisack drinnen habe ich schon ein Defensier. Plus die Downnet 7, die brauche ich da nur mehr aufpumpen. Dann steht eigentlich mein Schlafsetup schon perfekt da. Kann es auch mal später werden, wie gesagt, damit ich keinen Stress bekomme. Ja, also kleiner Tipp am Rande, gerade speziell, wenn man das so voluminös packt, jetzt den Defense 4 mit dem ganzen Zeug, besser ist dann, wie gesagt, zuerst mein Bodenfach mit einem Schlafsack zu befüllen. Und dann, wenn der geschlossen ist, kann ich erst die restlichen Sachen im Hauptfach machen, weil dann kann ich dann wieder runterstopfen das Ganze. Tut mir viel, viel leichter. Also in diesem Sinne, Ihnen nochmal alles Gute, Gratulation, mach weiter so und wir sehen uns sicher bei der ein oder anderen Tour. Macht es gut, Leute.